Was halten Sie von der Idee, Menschen mit unterschiedlichem sprachlichen und kulturellen Hintergrund gemeinsam in einen Fokus zu bringen? Also ich denke, das ist ja gerade das spannende Potenzial, wenn Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten zusammenkommen, dass eben unterschiedliche Einschätzungen, unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliches Verstehen zusammenkommt und dadurch entsteht ein konstruktives Spannungsverhältnis, Neugier, wie hat es der andere verstanden, wie verstehe ich es selber, und dann plötzlich beginnt man über Dinge zu sprechen, die eigentlich wirklich sehr relevant sind. Und man hat es ja heute Abend auch bei der Aufführung Faustspuren, finde ich, sehr gut gesehen. Trotz aller sprachlicher Herausforderungen, die ein solches Stück für nicht deutschsprachiges Publikum bietet, war spürbare Spannung im Saal und Aufmerksamkeit bis zum Schluss, weil einerseits, das war mein Eindruck, das Publikum doch sehr neugierig war, was hat deutsches Theater zu bieten, und auf der anderen Seite ganz offensichtlich war, dass hier Goethe in seinem Faust 2, und die Faustspuren basieren ja darauf, dass Goethe eben Themen angesprochen hat, die im wahrsten Sinn des Wortes klassisch sind und man kann fast schon sagen, auch klassisch visionär. Also ich erinnere mich an die sehr gelungene Szene mit der Klonthematik und was daraus erwachsen kann, und es ist geradezu atemberaubend, sich vorzustellen, dass es Goethe Anfang des 19. Jahrhunderts in seinem hohen Alter dann diese Themen angesprochen hat, wobei man natürlich sehen muss, und das ist ein wäre eine interessante weiterführende Fragestellung. Die Idee Homunculus, die hat es ja immer schon gegeben, also die Vorstellung des Menschen, so etwas Ähnliches zu kreieren wie sich selbst. Dass wir heute im Bereich der Biologie, der Biochemik in Bereiche vorgestoßen sind, wo wir in atemberaubende Nähe zu der Thematik kommen, macht das umso aktueller und zeigt eben, dass Goethe mit seinem Faust, Faust 1, Faust 2, dass das wirklich klassische Themen sind, und ich denke, das Publikum hier heute Abend hat das gut verstanden, hat es gut aufgenommen, und ich hatte den Eindruck, die Spannung war mit Händen zu greifen. Herr Botschafter, haben Sie den Eindruck, dass das junge Publikum, ein junges Publikum internationaler Gestalt, sich durch die klassischen dramaturgischen und dramatischen Mittel des Theaters begeistern lässt? Also, es kommt immer darauf an, wie die Dramaturgie aussieht, und das, was wir heute gesehen haben, das war ja eine sehr zeitgenössische, modern, aber auch nicht hyper-avantgardistisch, sodass das interessierte Publikum, wir haben es ja heute Abend wirklich mit einem ausgesuchten, interessierten Publikum zu tun gehabt, dass dieses Publikum damit sehr gut was anfangen kann. Und das sind der Mix von Tanz, von Sprache, von gestischem Theater, von Bühnenbild, von den Einfällen, die die Regie hatte. Ich glaube, das ist sehr gut angekommen. Wie im Übrigen es sich zeigt, dass durch Zusammenbringen von unterschiedlichen Stilelementen auch man völlig neue Blickperspektiven entwickelt. Also dieses Breakdance, was wir gesehen haben, hat plötzlich in diesem Stück mehr gehabt als nur Breakdance. Ja, also wenn man über das Wort nachdenkt, Breakdance, ein gebrochener Tanz, gebrochene Persönlichkeiten, ist es etwas besonders Gekonntes oder ist es etwas besonders Verunglücktes? Zeigt Breakdance was über die komplizierten psychischen Strukturen? Es sind ja fast spastische Verrenkungen manchmal. Also da kann man schon ins Nachdenken geraten, insbesondere wenn man es in dem Kontext sieht mit dieser Klonthematik, die Goethe in seinem Faust 2 aufgegriffen hat. Und ich fand das einerseits eine interessante Kombination, und andererseits sind es gerade diese Regieeinfälle, von denen ich mir vorstellen kann, dass sie ein junges Publikum interessierte, sozusagen die Sprache der Gegenwart, die klassische Themen anspricht. Finnland ist ein Land, das an Tanz, an modernem Tanz, an Ballett Interesse hat,
Und insofern war das eine sehr gute Möglichkeit, heute Abend wieder mal live zu sehen, was auf den deutschen Bühnen so an Tanz imaginiert wird und dann auch realisiert wird. Eine letzte Frage, Herr Botschafter. Aus welchem Grund gehen Sie ins Theater? Also, ich bin ganz ehrlich, bestimmt die Hälfte meiner Theaterbesuche finden deshalb statt, weil mich jemand darauf aufmerksam macht oder ich bin eingeladen. Aber ich bin dankbar dafür, weil Terminkalender sind ja in der Regel immer ganz voll und es ist gut, wenn sich einem dann plötzlich ein Theaterstück sozusagen in den Weg stellt. Und ich gehe immer mit großem Interesse, auch mit großer Neugier. Ich bin heute Abend mit besonderer Neugier gekommen, weil das letzte Mal, als ich Faust 2 gesehen habe, war das von dem Peter Stein. Diese sehr lange, sehr textanaloge Aufführung, während heute Abend war es ja doch ein, ja, man würde es im Film oder im Fernsehen würde man sagen, ein moderner Schnitt, ein anderer Schnitt von Goethe. Und der Schnitt ist sehr gelungen und ich habe es genossen. Ich glaube, insgesamt Kultur ist wichtig, ganz einfach, weil es neue Gedanken und neue Vorstellungen in den eigenen Kopf bringt. Und manches scheint manchmal sperrig zu sein. In der modernen Kunst, auch in der zeitgenössischen Literatur. Aber ich glaube, in dem Moment, wo sich etwas sperrt, fängt man an nachzudenken. Und in dem Moment hat sich es schon gelohnt, sich mit der Sache auseinanderzusetzen. Ganz abgesehen davon, dass eben sehr viel an Inspiration daraus erwächst, dass man sich mit Theater auseinandersetzt, mit Musik. Hier in Finnland ein ganz großes Thema, auch zeitgenössische Musik, aber auch mit Malerei, mit Literatur. Und Finnland ist ja kulturell gesehen ein sehr, sehr interessantes Land. In keinem Land gibt es eine so hohe Bibliotheksdichte. Nirgendwo werden so viele Bücher tatsächlich auch ausgeliehen und gelesen. Es gibt ja eine ganz andere Lesekultur. Und in Deutschland wird viel spekuliert, was ist das Geheimnis von Pisa? Ich und das gute Abschneiden der Finnen. Ich kann mir vorstellen, dass es keine Einzelantwort gibt, sondern es ist eine ganze Reihe von Komponenten. Es fängt an mit kultureller Infrastruktur. Wir sind hier in diesem ganz wunderbaren Theater, eine super Bühne. Ich denke, die hat auch sehr gut gepasst für doch ihre sehr anspruchsvolle Inszenierung der Faustspuren. Bibliotheken, dann natürlich auch das Heranführen an das Lesen. Und ich glaube, Finnland ist insofern auch ein sehr interessantes Land, dass es sich zu beobachten gilt und bei dem wir die eine oder andere Anregung tatsächlich auch gewinnen können. Herr Botschafter, danke schön, dass Sie sich mit uns zusammen Faustspuren angesehen haben und dass Sie sich jetzt im Nachgang noch für unser Gespräch Zeit genommen haben. Dankeschön. Für mich lohnt sich ein solcher Abend immer dann, wenn man auf neue Gedanken kommt. Und als Sie diese Breakdance-Einlage gebracht haben, haben Sie mich auf andere Gedanken gebracht. Auch eine neue Kombination von Dingen, die man schon kennt. Und auch mit der Musik, wo ist der Pianist? Und das dann mit so viel Werbe ein Stück zu interpretieren, ich fand das ganz toll. Und Sie haben es ja dann auch am Publikum das Applaus zum Schluss gemerkt, das hat dem Publikum gut gefallen.